Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau verbuchte im August einen Zuwachs der Auftragseingänge von 6%. Das ist das erste Plus nach 3 Monaten Minusraten und es ist überhaupt das zweite Plus in diesem Jahr. Im Inland hatten wir einen Zuwachs von 2%, im Ausland einen Zuwachs von 9%. Dieser wird im Wesentlichen gespeist durch Großaufträge im Euroraum. Insofern sollten wir die 9% nicht überbewerten. Hinzu kommt, dass der August natürlich ein Ferienmonat war. Auch hier gilt es, vorsichtig zu sein. Aber insgesamt ist es doch ein ermutigendes Zeichen für die weitere Entwicklung unserer Geschäfte. Der Herbst ist traditionell die Zeit für Prognosen. Der VDMA wird seine Prognose anlässlich der Mitgliederversammlung Mitte Oktober vorstellen. Dem möchte ich nicht vorgreifen. Und der Herbst ist natürlich in den Unternehmen Zeit für die Budgetplanung. Das heißt, die Umsätze, aber auch die Investitionen werden geplant. Insofern ist es eine sehr heikle Zeit. Man schaut genau hin, was sich im wirtschaftlichen und politischen Umfeld tut. Wirtschaftlich hatten wir einige expansive Indikatoren, Frühindikatoren in den letzten Wochen. Nichts Berauschendes, aber insgesamt doch abzusehen, dass hier die Stimmung sich etwas aufhält, und zwar weltweit. Politisch hatten wir in Deutschland die Bundestagswahl. Hier schauen natürlich auch die Investoren an, was passiert, was wird politisch in den nächsten Wochen diskutiert. Steuererhöhungsdiskussionen sind natürlich nicht förderlich für Investitionen und so wenig ist es auch förderlich, wenn wir hier keine mehrheitsfähige, handlungsfähige Regierung haben. Die Maschinenbauer und ihre Kunden brauchen in Deutschland entsprechende Signale, dass es weitergeht, dass Reformen angepackt werden und vor allen Dingen die Investitionsfähigkeit gestützt wird. Und auch die anderen Europäer brauchen verlässliche Signale aus Deutschland, denn wir sind immer noch in einer Europakrise. Das heißt, wir brauchen ein starkes Deutschland, ein handlungsfähiges Deutschland.